That's all I can think of to say this afternoon. So if there's anything anybody would like to ask or talk about or perhaps even disagree with, perhaps we can have a discussion before we finish. Das ist alles, was ich für heute Nachmittag zu sagen hätte. Also wenn jemand Fragen hat oder eine Bemerkung machen möchte, vielleicht auch nicht einverstanden ist mit was ich gesagt habe, können wir darüber vielleicht sprechen. I have a question relating to joy. Somehow I found, I liked, appreciated your talk, but I feel in to some extent you put at the beginning as a precondition what the result of the whole process might be, i.e. joy. Joy is not a commodity easily available to a lot of people, and the way you set out to talk is, put some salt on the bread, you know. It's like as if it's endlessly available and it's just something people tend to forget. Oh, joy, right. You know, I mean, people have a reason for not enjoying themselves. And so to make this more practical, could you share a few techniques, you know, how you mobilize joy on a morning where it isn't just there? Yeah, thank you. Können Sie es nochmal auf Deutsch sagen? Entschuldigen Sie. Ja, kann ich. Die Frage zielt auf den Begriff Freude. Es scheint mir ein bisschen so, als mache er das, was am Ende des Prozesses als Resultat, als Ergebnis, als Frucht steht, zu einer der Bedingungen desselben. Und Freude ist ja nichts, was uns wie eine Ware jederzeit zur Verfügung steht. Und für die meisten Leute ist ja nicht das Problem, dass sie nur einfach vergessen haben, den Freudeknopf zu drücken oder so eine Freudekarton aufzumachen. Das ist einfach nicht verfügbar im Moment. Und deshalb fragte ich ihn nach ein paar Techniken, mit denen er Freude mobilisiert an einem Morgen, an dem sie nicht gerade da ist. It's always a bit of a problem talking about in the way that I have, because immediately some people will think meditators are joyful. I feel absolutely miserable, but I'm a meditator, so I must be joyful. And once again, they put the cart before the horse, as it were. Es ist immer so ein bisschen ein Problem mit Sachen, wenn man sie so bespricht, wie ich das eben gemacht habe, dass Leute denken können, aha, Meditierende sollen also Freude empfinden. Nun empfinde ich überhaupt keine Freude, also muss ich irgendwie dahin kommen, jetzt Freude zu empfinden. Das ist so ein Stück weit wie den Wagen vor das Pferd spannen, das Pferd verkehrt rum aufzuzäumen. I've come across this very frequently in born-again Christians. 15 years ago they were born again and it was a feeling of tremendous relief and joy, and but that was 15 years ago, but they're always being told that born again Christians are full of joy, so despite the fact that they're full of quite often a lot of aggression and anger and frustration, they've still got that big cheesy smile on their face, and this is the wrong way. Und ich treffe öfter diese wiedergeborenen Christen. Das sind Leute, die da vielleicht vor 15 Jahren eine Erfahrung gemacht haben. Ich bin jetzt wiedergeboren worden. Das war eine Erfahrung von extremer Freude und Ausgelassenheit. Sehr tiefe Erfahrung. Aber die ist nun 15 Jahre her. Und trotzdem kriegen sie immer wieder gesagt, wiedergeborene Christen empfinden Freude. Und obwohl sie da vielleicht sehr viel Aggression in sich haben oder sehr viel Wut mit sich rumtragen, haben sie trotzdem immer noch diese Grinsen im Gesicht, was dann so wie Freude aussehen soll. But it seems to me with Buddhists, or at least with Theravadan Buddhists, you never have that problem. They always look as if they're going to a funeral. Also bei Buddhisten, zumindest bei Theravada Buddhisten, hat man dieses Problem nie. Die sehen fast immer so aus, wie wenn sie gerade auf eine Beerdigung gehen. In actual fact, I had a very interesting experience some time ago. I was giving a talk and it so happens it was on the subject of joy. And a woman in the audience asked me some questions in a very accusative way. And she said something like, well, that's all very well, but what about suffering? And I tried to explain
that suffering is important and what have you, but joy is important too. And she actually got up and walked out of the hall. She was the disciple of a particular meditation teacher who doesn't emphasize joy. And what I found it was that she didn't want to hear that meditators must be joyful. It wasn't apparently just that she had no joy. I don't want to hear this. And I find that occasionally you come across this sort of thing. Vor einiger Zeit ging es mir so, dass ich einen Vortrag hielt, nur zufällig wieder mal über Freude. Und da war eine Frau dabei, die mir eine Reihe von Fragen nach dem Vortrag stellte, in einer sehr angriffslustigen Weise. Betonte, also ich möchte jetzt aber mal sagen, dass das Leiden auch eine ganz wichtige Sache ist und so. Und sie wollte gar nichts hören über Freude. Sie folgte einem bestimmten Lehrer nach, der über Freude nichts sagte. Und es lief darauf hinaus, als ich ihr, dass sie einfach nicht hören wollte. Man ihr sagte, nun, Meditierende sollten auch Freude empfinden. Das ging so weit, dass sie dann aufstand und aus dem Raum hinausging. Sie wollte schlichtweg nichts davon hören. Auch das gibt es manchmal. But in answer to your question, I would say this. The first thing is, it's okay if you're meditating to be joyful. Don't bother hiding it or feeling that something's going wrong. Aber das, was ich auf Ihre Frage zuerst antworten möchte, ist, als allererstes, es ist vollkommen in Ordnung, wenn Sie in Ihrer Meditation hier und da Freude empfinden. Das ist, da muss man sich keine Gedanken machen. Das ist vollkommen in Ordnung. I would also say that it's important that if you're not feeling joyful, that's okay too. Genauso möchte ich sagen, und das ist ganz wichtig, wenn Sie keine Freude empfinden, ist das ebenso in Ordnung. But if that is the case, have a look and see why that may be so. Aber wenn das der Fall ist, schauen Sie mal genau hin. Versuchen Sie sich ein Bild zu machen, warum ist das so? I'd say another important thing that allows for joy is to forgive yourself. Eine andere wichtige Sache, die Freude Möglichkeit ist, sich selbst vergeben. Sometimes when you're meditating, you look into your heart and blah, you see some pretty terrible things. Manchmal ist es so, wenn man sich selber ins Herz guckt, dann sieht man ein paar ganz schön schlimme Sachen. But you're human. You have to accept your humanness. You have to accept the fact that before you came across the Dharma, perhaps you had no ethical framework or whatever, and you may have done very foolish or even bad things. But there comes a time when you have to let go of that and forgive yourself and move on. That can give rise to joy. Es kann ja sein, bevor man in Kontakt mit dem Dharma gekommen ist, dass man keinen ethischen Rahmen gehabt hat, innerhalb dessen man gehandelt hat. Vielleicht hat man da ein paar recht dumme Sachen, vielleicht auch schlechte Sachen gemacht. Es kommt aber die Zeit, wo man von dort sich weiter bewegen muss, sich selbst vergeben und diese Sachen fallen lassen, damit man sich weiterentwickeln kann. Und fallen lassen, das kann dann Freude aufkommen lassen. I say another very important thing that gives rise to joy is not just practice, but balanced practice. Eine andere wichtige Sache, die Freude aufkommen lassen kann, ist nicht nur Übung, sondern ausgewogene Übung. And I'd say another thing is faith. Eine andere Sache, die ich sagen möchte, die dazu beiträgt, ist Vertrauen. For many meditators this is a bit of a problem because they're interested in meditating but they're not interested in committing themselves fully to the Buddhist path. But if you do commit yourself fully to the Buddhist path, knowing that you are walking a very ancient path, knowing that you're walking a path that the great saints and enlightened ones of the past have walked, can fill you with a great deal of joy. Nun, das ist, Vertrauen ist vielleicht ein Problem, weil viele Leute zwar Interesse an Meditation haben, sich aber nicht vollkommen dem buddhistischen Weg hingeben möchten. Aber wenn man das tut, wenn man sich vollkommen auf den buddhistischen Weg begibt, kann das eine sehr gute Sache sein, sich klar zu machen, dass es ein sehr alter Weg ist. All die Heiligen alter Zeiten sind diesen Weg gegangen und das kann zu einer ganz großen Menge von Freude führen, auch auf so einem Weg gehen zu können. And one last thing I would say is be very gentle with yourself when you are meditating. Eine andere letzte Sache, die ich sagen möchte, ist, seien Sie sehr milde mit sich selbst, wenn Sie meditieren. Now this pushing your body and going to war with your thoughts, this is not very helpful. Und dieses, den Körper vorantreiben, den Körper zwingen und gegen die eigenen Gedanken anzugehen, das hilft nicht sehr viel. A gentle sort of
self-accepting approach is much more likely to give joy to your practice, and from that you will benefit from these aspects of joy. Ein freundlicher Ansatz, der sehr viel gelassener mit sich selbst umgeht, einen mehr so nimmt, wie man eben ist, ist da vielleicht hilfreicher und kann sehr viel mehr zu Freude führen. Anything else? Andere Fragen? Oh yeah, this is very, very important. That's self-metta, yeah, okay. You know, I've been a Buddhist monk for 25 years. I've read it all. New book comes out on meditation, same old stuff. It's very rare that something really new comes out. Sehen Sie, ich bin seit 25 Jahren Mönch. Ich kenne das nun schon alles. Es kommen ständig neue Bücher über Meditation, aber was Neues steht da auch nicht drin. The same ground is plowed over and over again. Der gleiche Acker wird immer wieder und wieder durchgepflügt. And in all the books that I've read about Buddhism, I've never seen these two terms used or discussed, and yet they're in the teachings of the Buddha. Nun, in all diesen Büchern, die ich gelesen habe, habe ich diese zwei Termini weder benutzt gesehen oder auch diskutiert. Und doch sind sie, gehören sie zu den grundlegenden Lehren des Buddha. Atta Karma, Atta Pila. They're in there. Even in the common old Dhammapada, these words occur. To love yourself, Atta Karma, Atta Pila. To be loving or to be, it means quite literally to be fond of yourself. Atta Karma und Atta Pila. Atta Pila. Die zwei Termini, die ständig in den alten Schriften auftreten. Atta Karma, sich selbst zu lieben. Atta Pila, fast so was wie, ja, mit sich selbst zufrieden zu sein, Freude an sich selbst zu haben, Güte gegen sich selbst zu haben. Never seen these words discussed. Very fascinating. Ich habe nie gesehen, dass das diese Termini diskutiert würden oder besprochen würden. Ausgesprochen interessant. It seems so obvious that if we're going to try to do love all beings, that all beings include ourselves. But sometimes people forget this. Das scheint so selbstverständlich zu sein, dass, wenn wir nun alle Wesen lieben sollen, dass alle Wesen natürlich uns selbst mit einschließen. Und trotzdem scheint man es immer wieder zu vergessen. And some time ago I tried to think of a nice translation for either of these terms, Atta Karma and Atta Pila, and I couldn't think of one. Und vor einiger Zeit habe ich nachgedacht, was denn eine wirklich schöne Übersetzung für diese beiden Termini, Atta Karma und Atta Pila, wäre, aber mir fiel keine ein. Such is our culture, and I think it's the same in perhaps German culture, that you can't say self-love with a positive overtone. It always has a negative overtone. So, is that so in German? I suppose so. So ist unsere Kultur beschaffen, dass man, zumindest im Englischen, sich selbst lieben, Selbstliebe nicht sagen kann, ohne dass es einen negativen Beigeschmack hat. Man kann Selbstliebe nicht sagen, so dass es wirklich nach etwas richtig Positivem klingt. Ich frage mich, ob das auch im Deutschen so ist. It always suggests narcissism or selfishness. Das scheint immer Narzissmus oder Egoismus zu bedeuten, Selbstbezogenheit. But it seems to me that all the people who cause problems in the world, the Pol Pots and the Adolf Hitlers, these are people who have great conflicts within themselves and usually between themselves. Happy people just don't go around hurting others. Mir scheint es so, dass all die Menschen, die so viel schreckliche Dinge in der Welt getan haben, all die Pol Pots und Adolf Hitlers, sind alles Leute, die ganz große Schwierigkeiten mit sich selbst haben, in ganz starken inneren Konflikten stehen. Glückliche, zufriedene Menschen gehen einfach nicht herum und verletzen andere. If Pol Pot had been potty trained properly and had a loving relationship with his mom and accepted his shortcomings and what, do you think he'd have done those things? Wenn, I don't think so. Wenn Pol Pot ein ordentliches Training mit dem Töpfchen, um aus seiner Windel rauszukommen, gehabt hätte, vielleicht eine sinnvolle Beziehung zu seiner Mutter gehabt hätte, vielleicht hätte er es nicht nötig gehabt.
so ein verqueres Verhältnis zu allen Menschen zu haben, so viele zu quälen. If he had accepted his inadequacies and what have you, I just don't think he'd have done those things. In other words, if he'd have been fond of himself, if he'd have loved himself. So I would say that just from the point of view of psychology, self-love is extremely important. But if that doesn't convince you, let me say this. You have an obligation to others, at least, to love yourself. Wenn Pol Pot also mit seinen eigenen Fehlern hätte umgehen können, wenn er sich selbst so akzeptiert hätte, wie er ist, hätte er vielleicht nicht nötig gehabt, andere Menschen umzubringen. Wäre er vielleicht ein viel entspannterer, ausgeglichenerer Mensch gewesen. Hätte das alles gar nicht getan. Also, von der Psychologie her gesehen, denke ich, es ist extrem wichtig, sich selbst zu lieben. Wenn Sie das nicht überzeugt, will ich es nochmal so sagen, wenn es Sie für sich selbst nicht in Anspruch nehmen wollen, es ist fast eine Verpflichtung gegen andere. Now, how that can be done if you do not, I'm afraid we've got 3 minutes left and I could speak very fast, but perhaps even then I couldn't say. But very briefly I would say that in the practice of metta bhavana, I'd say that in the beginning one's emphasis should be on the first of the things that you emphasize, that is that you start by blessing yourself. And I have found often Westerners, when they start doing that, they feel a little bit uncomfortable. That's very good. If when you say, may I be well and happy, you feel uncomfortable, that's very good. Also, es gibt vielleicht noch eine ganze Menge dazu zu sagen, aber wir haben nur 3 Minuten noch Zeit. Ich könnte jetzt sehr schnell reden, aber damit würde ich auch nicht umfassend antworten können. Eine Sache, die ich sagen möchte, ist, wenn man Metta Bhavana übt, ist es ganz wichtig, auf den ersten Punkt einzugehen, liebende Güte gegen sich selbst zu entfalten, sich selbst zu segnen. Vielen westlichen Menschen geht es so, wenn sie das machen, fühlen sie sich sehr unwohl. Wenn ihnen das so geht, das ist sehr gut. Dann sind wir schon da, wo sie hin sollen. Because that shows you that there's something interesting there to explore. Perhaps you don't like yourself as much as you thought you did. Das zeigt ihm, dass es hier was Interessantes zu erforschen gibt. Vielleicht mögen sie sich selbst gar nicht so sehr, wie sie gedacht haben. I think because there is another talk here, we have to finish now. So I'd like to thank you for listening patiently. Thank you also for your questions. And I will just finish by a very short blessing. Weil hier gleich ein anderer Vortrag ist, müssen wir jetzt wohl aufhören, denke ich. Aber ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. Ich möchte Ihnen für Ihre Fragen danken. Und ich möchte mit einem kurzen Segensspruch aufhören. Pumbangamadamma Manu sendha manu maya Manasa che pandutena Basati wa karoti wa Sattu nang dukha manve Sannena Basati Vaha Karoti Va Tattu Nang Sukha Manveti Chayavati